Leute, willkommen zurück zum neuen Elden Ring Video. Ich habe gesehen, dass ich hier einen Miniboss, der irgendwo hier in diesem Rheinfäule-Sumpf sein soll, verpasst habe. Den wollte ich mal nachholen, weil der bringt auch eine richtig geile Waffe. Und ich kann mir vorstellen, dass viele hier jetzt nicht unbedingt gerne rumgelaufen sind. Deswegen habe ich mir überlegt, ich zeige euch mal eben, wo der ist. Wie das mit der Reihenfolge ist, ob das machbar ist. Und ja, zeige euch auf jeden Fall auch die Waffe. Die Waffe ist nämlich richtig, richtig cool. Die will ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Oh mein Gott, Reihenfolge zieht so viel ab. Oh mein Gott. Bevor ich überhaupt da bin, da vorne ist er. Bevor ich überhaupt da bin, bin ich schon tot. Ich kann hier meinen Mimik holen, das ist gut. Also Leute, hatet mich ruhig in den Kommentaren, falls ich hier mit der Mimik spiele, aber ich glaube, hier kann man es wohl mal verzeihen, oder? Oh, direkt heilen, direkt heilen, direkt heilen! Bitte, der hat nicht viel Leben, ja. Ach, guck mal, der wird auch Leben abgezogen. Oh, oh. Direkt heilen. Oh, mein Mimik haut rein. Oh, da ist er tot. Also Leute, auf jeden Fall machbar, wenn ihr hier schön die Waffe nehmt, die ich euch empfohlen habe damals. Immer schön gegenheilen. Mit der Mimik sowieso kein Problem. Und dann gibt es das Drachen, die Drachenschuppenklinge. Mega nice. Ich sammle noch kurz hier das ganze Zeug ein. Ich glaube nicht, dass ich das hier überleben werde, oder? Schaffe ich es wieder zurück? Noch das Item. Kann ich jetzt... Oh, ich kann porten. Oh, dann porte ich einfach. Noch das hier. Blitzig hier Trockenleber. Und dann porte ich mal schnell weg. Dann mache ich das kurz auf Level 10 und dann sehen wir uns wieder, wenn ich die Waffe ausprobiere. Bis gleich. Die Waffe ist jetzt auf 10. So sieht die aus. Finde ich, es hat ganz... Ist eine ganz geile Klinge. Ist wie ein Uchigatana. Und skaliert mit B auf Dex. Zeige euch das mal eben. B auf Geschicklichkeit. Ich habe gar nicht so viel Geschicklichkeit. Wie viel habe ich? 29. Also das könnt ihr auf jeden Fall noch hochpumpen, was den Angriff geht. Aber was den Angriff betrifft, meinte ich. Aber das ist gar nicht das, was die Waffe so besonders macht, sondern das Eisblitzschwert. Weil damit könnt ihr Frostschaden machen. Und das zeige ich euch mal hier. Da war der einmal Frostschaden. 3,8, gar nicht so schlecht, wenn man ein bisschen besser spielen würde als ich. Ja, gefällt mir. Dann rippe ich am nächsten nochmal. Eine schnelle Dex-Waffe mit Eisschaden. Mit diesem Frostblitzschaden. Ist irgendwie nice. Oha. Irgendwie gar nicht mehr so schwer hier in Erinnerung gehabt, die Gegner. Ganz schön viel Leben haben die Typen hier. Aber der Eisschaden, der schmeckt. Ganz schön agil dafür, dass sie so fett sind. Ja, aber wieder der Eisschaden. Der schmeckt natürlich. Das macht er auf Entfernung. Na, ja, so ein 1300er Blitzschaden. Frostschaden ist auch nice. Ja, finde ich ganz geil, die Waffe. Ja, oh, der Eisschaden, so stelle ich mir das vor. Man muss so ein bisschen abtimen bei den Gegnern hier. Aber der L2-Angriff ist auch nice.
Oh, man kann die sogar backstabben. Da kann man es natürlich perfekt teilen. Zack. Kommt nicht von oben so ein Blitz runter. Mega nice. Gefällt mir mega gut. Lasst gerne mal eure Meinung da zu dem Schwert. Ich weiß nicht, ich finde das irgendwie... Hat was. Ist relativ schwierig zu bekommen. Damit läuft nicht jeder rum. Frostschaden ist am Start. Kann man das eigentlich doppelt machen? Nee. Schon nice. Ja, wenn euch das gefallen hat. Ich denke mal, morgen wird ein Video kommen über... jetzt gedacht, über noch eine andere Waffe. Die ich am Anfang erwähnt hatte. Und abonniert den Kanal und liked das Video. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.